Der Weg zum Kapitelsberg beginnt immer mit dieser schönen Brücke hier. So, echt meine Lieblingshütte, die ist wirklich toll. Die ist sogar offen, da kann man sich, wenn es kalt ist, sogar reinlegen. Ganz toll. Das Lagerfeuerplatz. Und dann gibt es noch so einen kleinen schönen Weg bis vorne zum Aussichtspunkt. Und das geht gerade die Sonne ein bisschen, guckt hervor und dann kann man diese schönen großen Wiesen sehen. Das ist schon, das ist ein besonderer Platz hier, finde ich. Bei Tanne. Jetzt geht's nach Grüntal und hier ist so eine wunderschöne Wiese. Über die bin ich mit meinem Sohn mal im Winter mit Schneeschuhen gelaufen. Ganz toll. Aber auch im Sommer ist sie toll. Sehr schick. Ja, und dann taucht plötzlich auf dem Nichts der Stempelkasten auf hier. Friedrich von Schiller sagt dazu was. Das ist der Moserteich. Sieht sehr gemütlich hier aus. Ein ganz kleiner, schöner Teich. Und um die Ecke sind sogar ein paar Bänke. Da kann man sich gut hinsetzen. Sehr schön. Der Dreiherrenstein auf dem Weg zum Stierbergteig hier mal so am Rande. Sehr schicke kleine Stelle. Der Stierbergteich, auch ein sehr schöner See hier mitten im Wald. Und da hinten kann man jetzt so eine Hütte sehen. Und in dieser Hütte, da ist der Stempelkasten drin. Die Bergwiesen vor dem Sophienhof. Das ist eine intensive Unterhaltung hier. Ja, man muss auch was sagen. Oh, kuschelig, bist du auch kuschelig? Oh. Also hier auf der Ziegenalm habe ich einen besonders schönen Stein gefunden, finde ich. Von der Stadtführung Wernigerode. Sehr schön gemalt. Oh, ich glaube, den muss ich erstmal kurz ein bisschen nach Hause nehmen und dann geht er nächstes Mal wieder weiter. Also die haben Platz hier. Das ist mal eine ganz andere Art von Tierhaltung, würde ich sagen. Oh Gott, die Weide ist so groß hier, dass man die überhaupt nicht sieht von der Ferne. Alles voll. Echt schön. Das Eis schmeckt übrigens auch extrem lecker. Das esse ich gerade noch. Ja, das ist dann hier echt so ein richtig steiler Weg hoch. Hatte ich schon wieder vergessen. Den bin ich auch mal im Winter hochgekrabbelt. Das war auch eine schöne Rutschpartie. Der Karlsturm, der ist echt hoch. Sehr beeindruckend. Und die Stempelstelle vom Karlsturm, die ist so ein bisschen da in der Nähe dieser Hütte. Da ist dann der grüne Kasten. Und immer schön nach oben schauen für die, die Angst haben. Drüben ist der Ruhrberg, oben ist gerade. Was für die, die ein bisschen Höhenangst haben. Hier sollte man nicht einfach so rüber gucken. Ups.
Ups, schicker Weg, aber ein bisschen rutschig. Die Walzenhütte, der letzte Stempel des Tages.